und möchte Ihnen gerne das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 135, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 135, Zahl der gültigen Stimmzettel 135, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Bernd Erich Vohl entfielen 29 Ja-Stimmen, 103 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Bernd Erich Vohl ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages damit nicht entfallen. Und ich frage gleichzeitig, wird ein dritter Wahlgang gewünscht? So, würden Sie drücken? Herr Präsident, wir beantragen hiermit einen dritten Wahlgang und nominieren als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten Bernd Erich Vohl. Ja, Herr Abgeordneter Lambrou, danke für diese Mitteilung. Damit ist ein dritter Wahlgang gewünscht. Es erfolgt damit ein dritter Wahlgang. In diesem dritten Wahlgang, das unterscheidet ihn von den beiden ersten Wahlgängen, entscheidet die relative Mehrheit, das heißt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ich gehe davon aus, dass weiterhin geheime Wahl gewünscht wird und dass es auch keine weiteren Kandidaten mehr gibt. Das ist insoweit so. Und damit eröffne ich den dritten Wahlgang. Ich bitte, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth. Alexander Bauer, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet. Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert.
weiteren Wahlgang Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gav, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann.
Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Björn Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou. Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller. Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock.
Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheusch-Paschkewitz, Katrin Schleen-Becker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz. Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierbrück, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner. Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Felix Martin und Lukas Schauder.
Dankeschön. Das gelingt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hier gibt es keine Hinterbänkler. Hier gibt es doch keine Hinterbänkler. Hinter der Bänkler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Frage stellen, ob es jemanden gibt, der noch nicht gewählt hat. Oder umgekehrt, hat bereits jeder die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte, die Stimmen auszuzählen. Da es hier es wird rascher vorangehen, denke ich. Also, die Wahlhandlung ist geschlossen und ich bitte, die Stimmen auszuzählen. Thank you.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte kehren Sie in den Plenarsaal zurück. Ich möchte Ihnen gerne das Ergebnis des dritten Wahlganges mitteilen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136, Zahl der gültigen Stimmzettel 136 und 0 ungültige Stimmzettel. Auf den Vorschlag Bernd Erich Vohl entfielen 29 Ja-Stimmen, 106 Nein-Stimmen und es gab eine Stimmenthaltung. Damit ist die erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden und der Kollege Abgeordnete Vohl nicht zum Vizepräsidenten des Landtages der 20. Wahlperiode gewählt. Einen weiteren Wahlgang wird es in dieser Sitzung nicht mehr geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle darum. Bitte? Bitte? Ja, ja, schon klar. Ich stelle fest, dass die Abgeordneten Frank Lorz, Karin Müller,
Heike Hofmann, Dr. H.C. Jörg Uwe Hahn und Dr. Ulrich Wilken zu Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Hessischen Landtages gewählt worden sind. Ich darf Ihnen nochmals im Namen des gesamten Hauses gratulieren, wünsche Ihnen zu dieser Wahl viel Erfolg für Ihr Amt, freue mich auf die Zusammenarbeit und habe jetzt gebeten, dass die Schriftführer, die nicht nur diese Technik wunderbar beherrschen, Ihnen Blumensträuße und damit auch die Grüße dieses Hauses überreichen. Alles Gute für die Zukunft und auf gute Zusammenarbeit.